Ich bin mehr Amerikaner als jeder Amerikaner. Verstehst du? Punktcheck. Check. Vor der Staatsbank laufen Personen. Er ist einfach Gringo. Ja. Um die komplett grün gekleidet sind. Hast du das gehört? Vamos! Stelle für die 18, komm. Und zwar, wir haben ja eine sehr kritische Sachlage. Es ist etwas passiert. Pass auf, und zwar Versuchsobjekt 435 ist geflüchtet. Herr Kollege, wie soll ich das... Ja, das ist schon ganz richtig. Das ist gefährlich. Also, folgendes. In einer Situation hat einer nicht aufgepasst. Und dann ging da halt so eine Tür auf. Und dann ist alles raus. Das klingt ein bisschen doof, ich weiß. Kleine Schiffe, vier Stück, die sind geflüchtet. Und die sind kontaminiert und die sind hier in dem Bereich eingedrungen. Wir müssen das alles hier dekontaminieren. Das klingt sehr, sehr ernst. Das ist eine Vollkatastrophe, Herr Officer. Sie wissen gar nicht, was das für Ausmaße annehmen können. Passen Sie auf. Wir holen mal kurz unsere Spezialkraft und die müsste hier mal alles quasi absichern. Also so durchschnüffeln, sage ich quasi mal fast, ne? Ja, tun Sie das. Haben Sie keine Angst? Da kommt jetzt die Mami. Warum siehst du das? Oh, fuck. So, hier bitte einmal alles abschnüffeln, ja? Sie wollen mir sagen, Sie haben ein spezial ausgebildetes Trüffelschwein für sowas. Das ist ein ABC-Schwein. Ja, darum bitten, dass Sie dem Schwein nicht zu nahe kommen. Da wird sie nervös. Weiß der? Aber sie wird das Schwein, dann wird er nervös und dann kannst du nochmal schnüffeln. Oh Gott. Oh Gott. Was passiert da? Ich habe Angst. Ich glaube, die Anlage ist sehr hart. Die Officer, haben Sie zufällig einen Hammer oder sowas? Das würde ich mal. Also ein Stemmeisen? Jetzt nicht unbedingt dabei. Oh, ich habe Angst. Das ist Ja, sieht gut aus. Weiter links, weiter links. Ja, sehr gut, Herr Officer. Ich habe die Chef das gemacht, habe ich das Gefühl, ha? Herr Officer, haben Sie Gasmasken? Oder irgendwie einen Mundschutz oder irgendwas, dass Sie sich ein wenig schützen können? Wir sind die toughsten Motherfucker dieser Stadt. Wir brauchen sowas nicht. Human Labs, kennen Sie das? Claro. So, da haben wir hier ganz viel kontaminiertes Material. Und sobald wir Projekt 435 haben, würden wir Sie bitten, mit Hubschrauber alles, was Sie haben an Kräfte, dass Sie uns in diese Firma oben begleiten, Human Labs, dass wir die Sachen sicherstellen können. Da würden Sie uns wunderbare, also da sollten Sie uns helfen. Hey Chief, was sagst du? Ja, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Alles klar, alles klar. Chef. Ja, wo ist denn? Die Helga ist erschöpft, darf ich es wieder einsperren? Ja, dann setzt die Helga erstmal wieder rein, gib ihr ein bisschen ein Gürtchen und dann soll die sich kurz ausruhen. Aber wir brauchen die Helga dann nochmal, gell? Ja. Also jetzt ist das Sägeblatt im Arsch. Ja. Oh, fuck. Nein. Haben Sie auch einen Pressluftraum oder irgendwas dabei? Wir müssen irgendwie diesen Scheißkuli aufgeben. Pressluftraum auf dem Auto. Herr Dr. Geiger, wie schaut es beinahe aus? Wo sind Sie denn? Das Ding ist einfach... Gott verdammt. Wie groß ist das? Wie groß ist das Ding? Ja, das wissen wir ja nicht. Darum haben wir ja alle drei Mobile dabei. Oh, fuck. Je nachdem, wie groß ist, packen wir den eins von den drei Mobilen. Ah. Und dann fahren wir mit denen in den Labs und dann packen wir den in den Jugendsack und dann hauen wir den Hammer drauf. Dann ist das Ding erledigt. Alles klar. Und dann kommt's noch in den Ofen. Ja, dann machen wir Ratatouille. Oh, weißt du, das geht? Ja, das ist gefährlich. Ich bin auch so langsam zu alt für die Scheiße. Weißt du noch, der Vorfall mit der mutierten Rübe? Oh, hör mal auf. Das war ein Wahnsinn. Ich hab tagelang, ja, nimm mal schlafen, Kinder! Gott sei Dank bin ich befördert worden. Bin jetzt Fuck, Baker, yes! Genau so. Ein blaues. Helga, was macht Helga? Der Das machen die aber richtig geil. Du müsstest einmal das Lob nehmen. Ja, Officer, Sie können aufhören, wir haben die Rolle. Sehr gut. Wunderbar, prächtig. Dankeschön. Ja. Hey, Hammer Sache, Jungs. Ja, wie sieht das aus? Wollen Sie jetzt zusammen mit uns zu Human Labs hoch oder ist Ihnen das zu gefährlich? Baker, was sagen Sie? Scheiße, wenn Sie das selber hinkriegen, können Sie es selber machen. Alles klar, dann machen wir das. Leute, dann drücken wir hier ab Richtung Human Labs, bitte. Alles klar, bleibt gesund, ja. Danke, Doc. Officer, gehen Sie zum Arzt, gell? Ganz wichtig, schauen Sie beim MD vorbei. Unbedingt. Das machen wir sofort. Danke, Doc. Okay. Wir fahren jetzt aber ganz schnell zum MD. Ja, zum MD. Oh, die Stange! Trottel. Wieder mal die Welt gerettet, Junge. Wieder mal die Welt gerettet, Ahmed. Du bist ein beschissener Fahrer. Na, was ist denn mit dir? Lass mich mal eine Steuer. Gott, wer verflucht. Das sind die Kopflosen. Ja, wahrscheinlich sind das die Kopflosen. Ja, das ist eine polizeiliche Maßnahme. Verschwinden Sie. I am the law. Hier spricht Garcia. Was kann man gegen Sie tun? Hola, Bester. Garcia. Einsteigen. Ja? Ich wunderschöne Name. Ja, ich danke. Mir geht's grandios. Ich muss mich kurz entschuldigen. Rufen Sie par favor nochmal in die 5 Minuten an, okay? Bleiben Sie gesund. Bis später. Schnell. Oha. Oh wow, toll. Okay, kann man Ihnen weiterhelfen? Ich musste kurz einmal untersucht werden wegen. Ich werde gerade einen Einsatz. Ja, wegen Strahlung. Dann einmal mitkommen. Wir werden alle sterben. Hey, Ahmed.
war, dass wir mit Absicht hier festgehalten werden. Ich glaube auch, scheiße. Das ist nicht Demokratie. Das ist nicht das Amerika, was ich liebe. Amerika, fuck yeah. Ahmad, wir fahren. Vamos. Wohin gehst du? Was denn? Wir haben noch Strahlungen. Haben wir das? Wir müssen diese Strahlungen hier an diesen Geräten auslassen. Ach, an die verstrahlten Officer, die sich jetzt im Reha-Raum befinden. Wenn etwas ist, melden Sie sich bitte bei uns im Funk. Wir sind verstrahlt, Jungs. Ja, das habe ich schon vorher gewusst. Wir werden alle sterben. Wie lange dauert das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die verarschen uns. Cooper? Hola, ich bin's, Cooper Kassier. Ich bin hier in dem Krankenhaus. Die sind alle verstrahlt, die gehen verrückt. Loco, jetzt. Der Devil ist hier gekommen. Ich werde dich aufessen. Reiß dich zusammen! Ahmad! Reiß du dich zusammen! Sir, yes, sir! Amerika! Amerika! Okay, alles klar. Bleiben Sie gesund, Cooper. Can you see? Oh, can you see? Leichte Joe, wo ist Gomez? Lag schon, oder? Also, keine Ahnung. Ahmad, ich taser dich gleich. Ahmad, ich taser dich gleich, Ahmad! Taser! Ich kann sogar ohne Beine. Ab heute hast du einen neuen Spitzname. Der dreibeinige Jörg. Jörgi. Fuck yeah. Oha, ich kann es auch. Wir haben alle dicke Jörg. Und Jungs, nicht vergessen, wir sind das Gesetz. I am the law. Das heißt, wir können gehen. Oder? Can you see? Oh, can you see?